Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir bei der Mitgliederversammlung, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung 2019 ist der Ron und der Dani von der Nachspielzeit. Hallo. Hallo. Hi. Und natürlich der Sebastian. Guten Abend. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend. Wir sprechen jetzt noch kurz über die Mitgliederversammlung und geben unsere Eindrücke wieder. Wir werden ab und zu mal unterbrochen von ziemlich netten Mitarbeiterinnen hier in der Steierhalle. Deswegen seht es uns nach, wenn wir manchmal so ein bisschen aus dem Konzept geraten. Das kann ja mal passieren. So, jetzt wollen wir natürlich erstmal wissen, lieber Ron, wie warst du denn zufrieden heute mit der Mitgliederversammlung, mit der außerordentlichen? Also grundsätzlich, glaube ich, kann man wirklich sehr zufrieden sein, was den Ablauf angeht, das Organisatorische. Die gute Nachricht, die Technik hat gehalten, es hat alles gut funktioniert. Ich bin am Ende natürlich, ich habe ja relativ früh gesagt, für wen ich stimmen werde, natürlich auch sehr zufrieden damit, dass Klaus Vogt jetzt Präsident geworden ist. Aber ja, insgesamt kann ich eigentlich nur sagen, gut gelaufen heute. Du hast heute keine Rede gehalten? Nein. Gab es nichts, über das du dich aufregen hättest wollen? Nee, tatsächlich aufregen nicht unbedingt. Ich habe mir schon überlegt und hatte auch eine mit dabei, aber habe mir dann am Ende gedacht, dass ich, glaube ich, den Mehrwert, den ich uns allen hätte leisten können, dass der überschaubar war. Und dann dachte ich, die 5 Minuten spare ich uns, kommen wir früher nach Hause. Dani, du hast Tims Rede gehört. Ja. Der wieder gesprochen hat, wieder eine sehr gute Rede gehalten hat. Wie fandst du allgemein die Aussprache heute, die ja deutlich kürzer war, aber auch, sag mal, etwas stimmungsvoller und nicht ganz so, ich würde schon sagen, verhasst, wie ja, beim letzten Mal. Ja, stimmungsvoll trifft es ganz gut. Und das in der Kombination mit einer gesamten Harmonie, die man hier ein bisschen erlebt hat, das war alles größtenteils sehr, sehr harmonisch. Tim ist aus meiner Sicht definitiv herausgestochen mit seiner Rede. Aber genauso die Rede von Epple oder von Dani Epple war auch sehr, sehr, sehr überzeugend. Alles so ein bisschen mit dem O-Ton. Man ist auf dem richtigen Weg, aber es ist bei weitem noch nicht das Ende und man muss jetzt schauen, dass man diesen Weg dann konsequent weiterführt. Ja, das würde ich auch so für mich mitnehmen. Für mich war Tim und Dani so die besten Redner. Sebastian, wir müssen natürlich jetzt mal vorne anfangen. Du bist heute mit Aufnahmegerät hier zur Veranstaltung gekommen und wir hatten ja schon die Befürchtung, dass man das Aufnahmegerät vielleicht nicht mit reinbekommt, wenn man nicht akkreditiert ist. Wie bist du jetzt hierher gekommen, mit welchem Eindruck und hat das sich letzten Endes für dich hier bestätigt in der Halle? Bist du zufrieden mit dem Ablauf? Hast du das Gefühl, der VfB hat aus seinen Fehlern gelernt oder gibt es Kritikpunkte aus deiner Sicht? Ich glaube, aus organisatorischer Sicht lief das heute ja komplett rund, ne? Weil wir hatten in der letzten Folge auch mal drüber spekuliert, wie lange das heute gehen konnte. Ich hatte gesagt, zum Tatort vielleicht zu Hause, das auf gar keinen Fall. Wir waren um kurz nach 6 fertig, also die 12 Tagesordnungspunkte innerhalb von 5 Stunden da durchgekloppt. Also das war super organisatorisch, war das klasse. Ja, und wie schon angesprochen, ne, die Stimmung heute war, verglichen mit der vergifteten Atmosphäre aus dem Juli, war das sensationell. Also es war ja wirklich so, ja, Ringelpiez mit anfassen, alle hatten sich lieb, dass wir jetzt am Ende nicht noch ein Weihnachtslied gesungen haben. Eigentlich alles. Nee, aber es war wirklich sehr schön eigentlich. Und wir können ja noch singen. Genau. Und auf, nee, machen wir nicht. Und das Aufnahmegerät kam, wurde entdeckt natürlich und ich wurde darauf angesprochen, was ist denn das? Ich sagte, ein Aufnahmegerät. Wofür? Und ich sagte, ja, für einen Podcast nach der Veranstaltung.
Okay, also es war, es wurde auch nicht so streng kontrolliert wie im Juli, fand ich jedenfalls. Und nee, also problemlos. Auch da Lob an den VfB, denn ich glaube, sowas wäre vor einem halben Jahr nicht möglich gewesen oder vor ein paar Monaten. Also das ist schon mal nicht schlecht. Kommen wir ganz kurz zu den paar Abstimmungen, die es heute Abend gab. Oder heute Nachmittag besser gesagt. Los ging's mit dem Antrag auf Satzungsänderung. Da ging es darum, dass man in Zukunft, sollte die Elektronik versagen, auch per Handzeichen bzw. per Karte abstimmen darf. Das ging durch. Ich denke mal, da sind wir auch alle zufrieden zum mit. Glück, ja. Aber da vielleicht gleich mal eine Frage an dich, Ron. Bei der Abstimmung oder bei der Technik, die heute benutzt wurde mit den QR-Codes und dann konnte man auf dem Tablet praktisch auswählen, was man genau jetzt oder für was man stimmt. Wie zufrieden warst du mit dieser Technik, mit dieser Auswahl des Abstimmungsprozedere? Also wie gesagt, grundsätzlich muss man sagen, ist alles gut gelaufen. Das ist das Wichtigste und es war auch einfach auf dem Bildschirm da sein Häkchen zu setzen und einmal auf Abstimmen zu drücken. Natürlich ist es so, dass die Wahl nicht unbedingt geheim im Sinne von es sieht keiner, was ich wähle, ist. Ja, also sondern drumherum konnten alle sehen, was man da angehakt hat. Das mag jetzt heute vielleicht nicht ganz so tragend gewesen sein. Es gibt andere Wahlen, da wäre es vielleicht schlimmer gewesen. Von daher so ein bisschen, was das Elektronische angeht, das vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, aber ja, es ist durchgelaufen. Das war erstmal das Wichtigste. Wobei ich einen Punkt zum Thema Geheimheit der Wahl quasi noch anführen möchte. Wir hatten vorhin noch die Gelegenheit, kurz mit einem Funktionär des VfB zu sprechen. Die Geheimheit der Wahl bezog sich in diesem Sinn darauf, dass die Stimme nicht nachverfolgt werden kann. Das heißt, man nicht nachverfolgen kann, von welchem, wie welches Mitglied abgestimmt hat. Und der geheime Aspekt quasi dann nicht gleichzusetzen ist mit der Gelegenheit, komplett wie so in einem Wahllokal abzustimmen. Wobei, wo ich kurz sagen kann, gegen Ende oder dann zur Wahl, als es um Präsidenten geht, wurde ja abseits der Reihen, konnte man dann aus den Reihen rausgehen und dort wirklich noch so ein bisschen diskreter jedenfalls seine Stimme abgeben. Ja. Und das wurde, glaube ich, auch während der Veranstaltung wohl bemerkt oder bemängelt, dass das halt irgendwie alles doch sehr transparent ist. Und da wurde dann gleich nachgebessert, ne, was dann ja auch okay war. Das sah schon seltsam aus eigentlich, ne? Wenn du dann gesehen hast oder die Reihen davor gesehen hast und gesehen hast, wie jeder abstimmt, dass noch so ein riesen Tablet ist am Ende. Also das war für mich ein Problem. Ja. Also dass ich praktisch vor mir die Reihen beobachten konnte, wie sie jetzt zum Beispiel bei der Entlastung sich verhalten. Ja, also es gab die Einzelentlastung, habe da natürlich alles schon mitbekommen und ich konnte halt dann die 20 Leute, die vor mir saßen, dabei beobachten, ob sie jetzt Herrn Dietrich entlasten oder eben nicht. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es hier um die Abwahl eines Präsidenten geht, würde ich sagen, ja, könnte man hier vielleicht noch ein bisschen nachbessern, aber es wurde ja im Laufe der Veranstaltung schon nachgebessert, indem man diese Hotspots, nenne ich sie jetzt einfach mal, eingerichtet hat. Ja. Und man konnte sich dann dahin verziehen und halt einfach seine Stimme abgeben. Also ich denke mal, das war insbesondere auch für jetzt Amtsträger vom VfB wichtig. Also dass der Vereinsbeirat irgendwo hingehen kann und seinen oder ihren Kandidaten wählen, ohne dass drumherum die ganze Welt zuschaut, weil das ist Genau, und ganz wichtig war ja dadurch, dass wir dann per Karte abstimmen konnten, per roter, gelber und grüner Karte, dass die Veranstaltung halt brutal beschleunigt wurde, weil dieser erste Abstimmungsprozess, ich habe das Handy mitlaufen lassen, hat 13 Minuten gedauert und hätten wir jedes Mal so abstimmen müssen, dann würden wir jetzt, wären wir jetzt bei Top 10 oder so und das wurde natürlich dann sehr verschlankt, der Prozess, und hat dann dafür gesorgt, dass wir so gut durchgekommen sind auch. Und der totale Blick war dann sehr interessant zu sehen. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, wenn man mit Karten abgestimmt hat. Genau. Also, ja, bei der Viererkette. Stimmt. Man muss es vielleicht erklären. Also es gab bei diesen Abstimmungen mit Karten, wo unterschiedliche Farben, grün für ja, rot für nein und gelb für Enthaltung, dann immer eine Totale auf die Halle, wo man dann sehen konnte auf dem Bildschirm, wie dann abgestimmt wurde. Das ist dann schon imposant zu sehen, wenn dann auch mal keine Karte hochgeht oder wenn alle Karten hochgehen. Ja. Genau, und für die Fälle, in denen keine Karte hochging, die lassen wir jetzt einfach mal komplett aus, würde ich sagen. Und sprechen lieber über die angenehmen Dinge. Dann gehen wir mal weiter zu den Berichten schon, oder? Ja, also da können wir ein bisschen was dazu sagen. Also ich fand Thomas Hitzesbergers Rede wie immer toll. Ist halt ein super Redner, muss man sagen. Und man freut sich ja fast schon, wenn er anfängt zu sprechen. Wobei man ja auch sagen muss, also das ist keine Kritik, oder vielleicht ist es eine kleine Kritik. Also eigentlich ist es ja der Bericht des Vorstands der AG. Und wir haben halt relativ viel über Familie gehört. Und also nicht nur über seine, sondern auch über die VfB-Familie. Es war schon sehr sentimental und sehr weihnachtlich. Ne? Und ich habe so ein bisschen gehässig gesagt, wenn man die Rede jetzt heute Morgen in der Kirche gehört hätte, die wäre nicht komplett rausgefallen. Ne? Also es war eine gute Rede, gar keine Frage, aber sie war schon sehr emotional oder sentimental eher. Jetzt muss ich die Dame, Frau Friedi, nenne ich jetzt einfach nur kurz erwähnen. Denn sie hat sich ja
mit ihrer Rede ähnlich ausgedrückt und hat auch oft auf ihre Familie Bezug genommen oder allgemein auf die VfB-Familie. Dafür wurde sie ausgebuht. Eine halbe Stunde später wurde Hitz dafür gefeiert. Da sieht man mal, wie man das unterschiedlich interpretiert. Stell dir vor, wenn Dietrich die Rede mit diesem Inhalt gehalten hätte, wie es dann angekommen wäre. Ist ja immer eine Frage, wie begabt du bist, am Ende dich auszudrücken und was für ein Standing du aber auch generell hast. Darum geht's, ne? Ja. Das ist halt der Punkt. Ich fand die Rede vom Hitz aber insofern ziemlich gut, weil es viele Punkte drin hatte, die tatsächlich nichts mit Profifußball zu tun hatten. Also, dass man jetzt so den Umweltgedanken mal leben will, sich zertifizieren lassen will, dass hier ja ein, ich nenne es mal Campus entstehen soll, ja. Wo auch noch ein neues Haus gebaut wird oder ein neues Zentrum gebaut wird. Auch, dass er ja auch gesagt hat, das kam dann später auch nochmal, aber er hat auch gesagt, dass man sich gesellschaftlich eindeutiger positionieren möchte. Finde ich sehr, sehr gut. Also von daher, da waren auch Themen mit dabei, die seinem neuen Amtszuschnitt, glaube ich, mehr angemessen sind. Ja, also ich war auch zufrieden. Das haben wir ja jetzt mehr oder weniger klargestellt. Gab es sonst noch eine Rede, die im Gedächtnis geblieben ist? Nee, dann, also was mich ein bisschen gewundert hat, ich weiß nicht, ob ihr darauf vorbereitet war, ich war nicht fest davon ausgegangen, dass der Herr Heim und Herr Röttger mal auch noch was sagen. Ja, habe ich nachgefragt. Ja. Der Herr Heim sagte mir, war ja nicht mehr nötig. Ich habe ja schon im Sommer über die Finanzen gesprochen. Ähnliches wird für Herr Röttgermann gelten. Und es gab ja jetzt ein paar Nachfragen bei der Aussprache, die wurden dann auch in der üblichen Art und Weise beantwortet, sage ich jetzt mal. Und ja, auf die nächste Rede des Finanzvorstands können wir uns dann im Oktober freuen. Genau, aber das wird wahrscheinlich den Jochen Röttgermann doch ein bisschen schmerzen, dass er dann nicht die Nachricht des Abends präsentieren durfte. Au, ja, eigentlich sein Ressort, oder? Also, als ja, wenig Trinker ist das ja fast schon an mir vorbeigegangen. Die Halle hat getobt. Ja, ja, es war eigentlich der Mark-out-Moment, wenn man das so benennen da ja kann. Und zwar, ja, Ron, ich überlasse dir mal die Ehre. Du darfst sagen, wer unser neuer Bierpartner. Das ist wie so schön, Bierpartner. Bierpartner, das ist an sich schon ein geiles Wort. Ja. Ich habe gelesen, viele wünschen sich das auch für zu Hause. Ja, Stuttgarter Hofbräu wird es werden. Ich kann es nicht einschätzen, weil ich trinke kaum Alkohol. Ich glaube, Dinkelacker schmeckt den meisten besser. Ja. Aber ich glaube, es geht auch wahrscheinlich weniger um den Biergeschmack als um den Standort der Brauerei. Ja, erstmal, genau. Wenn es ein Bier gibt, das Stuttgarter im Namen trägt, dann sollte man das auch im Stadion trinken und nicht eins, was ganz anders heißt. Richtig. Und ob das jetzt dann, ich glaube, nach dem vierten oder fünften Bier schmeckt es eh keinen Unterschied mehr. Deswegen wird's bei mir nach dem ersten. Ja, sagt man. Ja, genau. Aber neuer Biersponsor zur nächsten oder neuer Bierpartner dann zur neuen Saison, Stuttgarter Hofbräu. Und der Spannungsbogen wurde fantastisch aufrechterhalten während der Rede von Hitz. Also mit dem kleinen Teaser zu beginnen und das noch dann am Ende der Rede zu platzieren. Perfekt. Also, die Halle tobte. Und also, ich habe mir erlaubt, trotz dessen, dass extra darauf hingewiesen wurde, dass man keine Aufnahmen machen soll, also Videoaufnahmen von der Veranstaltung, habe ich mir trotzdem erlaubt, ein Video zu machen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich habe es deshalb gemacht, weil ich einfach mal zeigen wollte, wie toll dieser Verein sein kann. Ja, wie man sich hier eigentlich in den Armen liegen kann, sich freuen kann, gemeinsam bei einer Mitgliederversammlung. Wann gab's denn sowas das letzte Mal? Soll ich dir mal das... Ja, alles gut. Nicht, dass dir der Arm einschläft. Nee, Sebastian hebt nämlich hier das Aufnahmegerät wirklich in Kämpfermanier. Mhm. Der kriegt wahrscheinlich morgen einen Tennisarm. Krampf zu bekommen. Ja, aber man muss ja die Begebenheiten so animieren. Ja. Wir sitzen mehr oder weniger alleine in der Schleierhalle. Ja, was auch mal ein sehr cooles Gefühl ist. Absolut. Und wir sind auch sehr dankbar, dass der Herr Schraff da ein gutes Wort für uns eingelegt hat. Nee, sehr gut. Ja. Alle, heute ist alles cool irgendwie, ne? Ja, das habe ich auch zu mehreren Vereins Mitarbeitern, Vorständen und Vereinsbeiräten gesagt, dass ich heute wirklich mal mit einem Lachen nach Hause fahre, mit Freude auf die nächsten Monate, weil das einfach eine wirklich geniale Veranstaltung war, muss man einfach mal so sagen. Der Heim meinte zu mir, das letzte Mal haben wir 3-0 verloren, diesmal haben wir 6-0 gewonnen und sind jetzt im Europacup. Also der VfB denkt mal wieder groß, aber nein, bitte nicht falsch verstehen. Genau, aber man muss auch sehen, wenn der VfB jetzt dann am Montag das Spiel gegen Darmstadt nicht gewinnt, dann war wahrscheinlich auch heute alles schlecht. Also insofern würde ich das gerne noch so, das ganze Ereignis oder Erlebnis abzurunden, positiv morgen noch irgendwie dann Punkte sehen, weil dann ist wirklich alles gut und wir können dann irgendwie Richtung Weihnachten dann fast gucken. Ganz passend vielleicht noch zum Thema der Harmonie oder dem Harmonieaspekt der Mitgliederversammlung. Die Rede von dem Mitglied, der sich stark für die Inklusion eingesetzt hat, sollte man vielleicht noch erwähnen, weil sie wirklich fantastisch war. Und die Reaktion von Herrn Heim, wenn ich mich recht entsinne, der anschließend dann sofort einen Praktikumsplatz zugesagt hat, war großartig. Das war, glaube ich, vom Herrn Brunner. Ja, der die Rede. Genau, Sebastian Brunner. Ne? Genau. Ja.
Der hatte sich wohl schon mal ähnlich geäußert, auch zwei Jahren. Und das hatte nicht funktioniert, was wohl aber auch nicht am VfB lag. Und hatte jetzt am Mittwoch war das wohl nochmal das Gespräch in der Vesperkirche oder irgendwas. Und dann wurde ihm doch wurde gebeten, das Thema heute nochmal aufzubringen. Und ich fand den Mut von ihm, das zu machen, fand ich ganz grandios. Und ich fand es aber auch wirklich grandios, wie das die Mitglieder mit ihm umgegangen sind halt. Also auch wenn es damals irgendwie ein bisschen länger dauerte oder nicht ganz so deutlich war, es wurde kein Unmut geäußert, sondern die waren echt auf seiner Seite. Und das hat mich echt so ein bisschen stolz gemacht. Absolut. Absolutes Highlight für mich der Aussprache. Also das war großartig. Ja, auch am Rande der Bühne, also nach dem Event, oder nach der Mitgliederversammlung, so ist es ja besser, war es halt so, dass fast jeder vom VfB auf ihn zugegangen ist, ihn umarmt hat. Also das zeigt ja auch nochmal, man macht ja nicht nur irgendwas, ich sag mal, im Scheinwerferlicht, sondern man meint das ernst von Seiten des VfBs. Und das hat man hier auch schon mal anders erlebt. Also, Wir sind ja auch schlaue Sachen gesagt, ne? Also kannst du Inklusion halt noch und nöcher in deine Werte, in dein Wertebild reinschreiben, aber du musst halt auch mal leben Richtig, halt, ne? Und umsetzen. Und das ist ja heute auf jeden Fall geschehen. Das fand ich klasse. Dann kommen wir eigentlich jetzt schon mal zur Präsidentschaftswahl, würde ich sagen, oder? Oder gibt's noch irgendwas? Vorher noch entlastet, aber das ist vielleicht können wir noch das können wir noch Rekordergebnis von Wolfgang Dietrich ansprechen. Hast du es gerade da? Ich glaube schon, ja. Es waren 78 irgendwas, oder? Es war auf jeden Fall ein Niederschmetternd. War es die nachgeholte Abwahl aus dem Sommer quasi. Ja, also ich würde auch sagen, dass man hier schon gesehen hat, welchen Rückhalt er noch unter den VfB-Mitgliedern hat, nämlich gar keinen. 21,1%. So, das aber andererseits, gar keinen. Es waren heute Abend dann oder heute Nachmittag 420 Leute hier, die ihn für seine Amtszeit entlastet haben. Und das ist dann wiederum, wenn du so als totale Zahl siehst, auch gar nicht so wenig. Nee. Ja. Und das muss man vielleicht auch nochmal kurz ansprechen. Es waren natürlich nicht besonders viele Mitglieder hier. Wir haben vorhin erfahren, knapp 72.000 Mitglieder hat der Verein jetzt und anwesend waren knapp 2.000. Das heißt, 70.000 Mitglieder waren nicht vor Ort. Ja. Und das ist schon traurig irgendwo. Also klar, und da fällt es natürlich auch dann immer ein bisschen schwer, den Leuten was zu entgegnen, die Online-Voting oder Briefwahl fordern. Ne? Weil klar, du brauchst eigentlich mehr Stimmen, damit es repräsentativ ist. Aber wir wissen ja auch, welchen Einfluss dann wiederum der Verein hat, das so ein bisschen zu beeinflussen, wie gewählt wird, sage ich mal, durch Kommunikation. Aber ja, schwierig. Aber dass halt irgendwie knapp 70.000 nicht hier sind, ist dann ein bisschen peinlich. Also von Vereinsseite wurde mir zugetragen, dass man versucht, da auch sich zu öffnen und jetzt Briefwahl nicht so unbedingt, aber dass man praktisch so eine Art Online-Voting vielleicht sich überlegt und das an ein Zeitfenster knüpft, so dass man so gut es geht ausschließen kann, dass hier irgendjemand ähnlich ich wo war's bei Tennis Borussia Berlin, als dann plötzlich die bulgarischen Bauarbeiter. Das ist Grenze, weil das ist halt die Zeit zwischen dem Mitglied werden, glaube ich, und der Berechtigung, dass man an Wahlen teilnehmen kann, fast nicht existent war. Ja, und da sind uns 6 Monate gut, aber man könnte ja dieses vielleicht durch so eine Art Wahlpartys lösen. Ne? Du machst halt in verschiedenen Bezirken, machst du halt Wahlpartys, dass das wird eher gefilmt, als wird dann live gestreamt, dann können die Leute dort abstimmen oder so. Weiß jetzt gar nicht jeder von zu Hause, sondern halt, dass man sagt, hey, kommt da hin, müsst ihr nach Stuttgart kommen, ihr könnt aber auch am Bodensee zur Wahlparty gehen und dann macht man irgendwelche Fanclubs oder so. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das irgendwie zeitgemäß zu gestalten. Es gibt ja auch von großen internationalen Unternehmen, die dann Hauptversammlungen haben, auch Möglichkeiten, dass die weltweit Menschen mit teilnehmen und auch abstimmen können. Ja, oder man löst es halt so, dass, ja, das ist klar, aber man löst es halt so, dass man online, wenn man online abstimmen möchte, länger Mitglied sein muss, als ein halbes Jahr, sagt man ja oder so. Natürlich ist das dann auch wieder mit der Satzung so ein Thema, da reden wir jetzt mehr oder weniger ins Blaue hinein, aber es muss was passieren, dass mehr Mitglieder mit eingebunden werden. Das sind Dinge, mit denen sich dann Klaus Vogt in Zukunft zu beschäftigen hat, nicht? Das wird sein Aufgabenbereich. Wie fandet ihr denn die Reden? Vor der Wahl. Also ich lasse euch den Vortritt, aber ich fasse so für mich zusammen. Christian Riedmüller hat die beste Rede gehalten, die ich bislang bei einer Mitgliederversammlung gehört habe, und Klaus Vogt hat eine der besten Reden gehalten, die ich bislang auf einer Mitgliederversammlung hören durfte. Also ich kann weitermachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Christian Riedmüller heute noch ein paar Stimmen eingesammelt hat, weil ich finde, er hat das letzte Duell quasi auf der Bühne hat er für mich klar gewonnen, weil er hat erstens ein klares Konzept gehabt, etwas anderes gesagt, und er hat ja versucht, diesen Fehler, den viele vorwerfen, ne, dieses Beleidigung von Santi, hat er genommen und hat sich dafür ganz klar entschuldigt, also
und hat dann aber daraus her versucht, so eine Art, sich einen Vorteil zu stellen. Er sagt, er hat Ecken und Kanten und er sagt doch mal Sachen, die nicht okay sind, und das ist passiert und das wird vielleicht auch weiterhin passieren, aber er ist halt emotional und hat er versucht, sich da so ein bisschen zu profilieren, und das ist ihm meiner Meinung nach auch gelungen, zudem er ja auch dann wirklich frei gesprochen hat, stand nicht hinter dem Podest, sondern stand halt wirklich auf der Bühne, hat frei geredet und hat da doch die Leute noch so ein bisschen begeistern können. Und Klaus Vogt, fand ich, kam dann sehr präsidial rüber, aber ich finde, seine Rede hat nicht so richtig Drive aufgenommen. Das war wie eine, die er vorher auch schon mal gehalten hat, und ich dachte immer, jetzt sind irgendwie 8 Minuten rum, wann kommt dann mal ins Laufen? Es fehlte so ein emotionaler Höhepunkt. Und das kam heute nicht. Ja. Ne? Irgendwie, jetzt war alles gut, es war sehr staatstragend und präsidial, aber es war nicht so mitreißend wie Christian Riedmüller, und wie gesagt, ich glaube, dass der heute noch ein paar Punkte sammeln konnte, das hat am Ende nicht gereicht, aber es war ja dann doch relativ knapp und vielleicht knapper, als wir zwischendurch im Wahlkampf mal gedacht haben. Ja. Würde ich auch sagen, ja. Also was ich noch interessant fand, war, dass Christian Riedmüller mir versprochen hat, dass er jetzt nicht irgendwie den Verein verlassen wird und sich jetzt wieder als normaler Fan fühlt, sondern er bietet sich weiterhin an, Aufgaben im Verein zu übernehmen. Auch wichtig, ja. Das kann nur so gut Leute für den Verein sein. Ja, vielleicht irgendwann eine Sache für einen Vereinsbeirat, wenn dann wieder Wahlen anstehen und der Bewerbungsprozess startet. Eine Sache, die vielleicht noch sich lohnt zu erwähnen, ist, dass während der Rede von Vogt irgendwann Erhard ganz nah, oder Herr Dietrich, Wolf Dietrich Erhard. Genau, Wolf Dietrich Erhard, ganz nah. Wolfi wie ihn. Wolfi, wie wir sagen. Klaus nennt, ja. ganz nah quasi am Rednerpult stand, und ich dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, also, sie haben sich zwar untereinander geeinigt, dass sie sich so viel Zeit geben, wie sie benötigen, aber er stand dann halt dann schon da, wirkte so leicht. Ja, aber der Klaus Vogt hat brutal überzogen. Ne? Also ja, der war dann eher bei 20 Minuten als bei 15 oder so. Und da kam er immer so ein bisschen näher, und ich dachte gleich, die machen ihm gleich das Mikro aus oder so. Ne? Also der hat schon ziemlich überzogen. Und dass er nicht so richtig schwungvoll war, wurde es dann gegen Ende auch so ein bisschen, dass man dachte, aber... Es haben halt auch Leute, und das ist der Punkt, also ich weiß nicht, wie ihr es in eurem Spektrum quasi gesehen habt. Bei Riedmüller war die Stimmung recht angespannt beziehungsweise konzentriert. Und bei Vogt haben die Leute irgendwann halt auch angefangen, einfach sich noch zu unterhalten, zu reden. Und es wurde dann, ohne das jetzt groß zu kritisieren, so eine 0815-Rede, die aber trotzdem sehr gut war. Also das war das, was man von ihm erwartet hat. Und Riedmüller hat halt uns komplett überrascht mit seiner Rede, weil die deutlich besser war als das, was er jetzt zuletzt so von sich gegeben hat. Da gab es ja dann auch noch diese Gegenüberstellung verschiedener Thesen in der Stuttgarter Zeitung. Und da hast du ja schon das Gefühl gehabt, ist der noch mit... im Herzen bei der Sache, oder hat er mehr oder weniger das Ding schon abgeschenkt, aber das Gegenteil war heute der Fall. Er hat nochmal richtig Gas gegeben und, wie du schon gesagt hast, viele Punkte geholt. Du kannst ja mal das Ergebnis, hast du es gerade irgendwo vorliegen, verkünden, wie es dann letzten Endes ausging. Warte, bin ich schon zu weit? Macht ja nichts. Dann erzähle ich, dass es von der Nachspielzeit eine neue Folge gibt, nämlich die 22., die ihr euch anhören könnt, und zufälligerweise machen Ron und Dani diese schöne Folge, weil sie sind die Hosts, wie wir jungen Leute sagen, der Nachspielzeit. ihr könnt ja mal kurz dazu was sagen, mit wem habt ihr gesprochen und wo kann man sich diese Folge anhören? Genau, also wir hatten die Gelegenheit, mit Marie-Laurence Jungfleisch und Fabian Heine zu sprechen, beide beim VfB in der Leichtathletik, beide deutsche Meister, sie im Hochsprung, er im Weitsprung, waren erfolgreich bei internationalen Wettbewerben und waren auch bei Olympia dabei. Ja, und wir haben mit ihnen über ihre Karriere gesprochen, was es denn bedeutet, beim VfB zu sein, wie es bei den Olympischen Spielen aussieht, auch so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, und es ist herausgekommen, ein, finde ich, sehr spannendes Gespräch mit zwei ganz tollen Menschen und Sportlern, von denen man leider immer noch viel, viel zu wenig hört. Und wo kann man sich die Folge anhören? Wie immer in allen Podcatchern, auf Spotify, auf YouTube gibt's das. Also die üblichen Kanäle, wo ihr sonst auch die Nachspielzeit hört. Sebastian ist inzwischen fündig geworden. Ich habe das offizielle Endergebnis. Und Christian Riedmüller hat 1029 Stimmen bekommen, was dann 52,69% sind. Und Klaus Vogt hat 64,83% der Stimmen bekommen. Und man muss ja da vielleicht noch zu sagen, dass das Wahlverfahren heute ein bisschen exotisch ist, weil es wird in Einzelwahl abgestimmt. Das heißt, die Kandidaten treten quasi nicht gegeneinander an, sondern man kann für jeden Kandidaten mit Ja und Nein stimmen, was dann zur Folge hat, dass man auch beide Kandidaten wählen kann mit Ja oder beide Kandidaten nicht wählen kann mit Nein. Und das hat dann auch zur Folge, dass sich die Ja-Stimmen von Christian Riedmüller und die Ja-Stimmen von Klaus Vogt nicht auf 100% addieren, sondern auf weit über 100%, weil sie halt beide mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen bekommen haben. Was für mich übrigens
schon auch ein kleines Problem am Anfang darstellte, weil ich so dachte, okay, du kannst beiden Kandidaten eine Ja-Stimme geben. Wie verhält sich das jetzt zum Beispiel für die, die eher dem Vogtlager zuzurechnen sind? Werten die dann Riedmüller mit einem Nein oder mit einer Enthaltung und die andere Seite dann vielleicht eher Nein als Enthaltung? Ja, ja. Aber ich, für mich war danach froh, dass ich beiden eine Ja-Stimme geben konnte, weil ich wirklich da saß und dachte, ich wäre eigentlich beide. Und deswegen fand ich die Möglichkeit für beide mit Ja zu stimmen eigentlich super, muss ich sagen. Und ich weiß auch von Herrn Riedmüller, der hat mir danach noch gesagt, er findet es eigentlich cool, wenn viele wirklich beiden Kandidaten eine Ja-Stimme geben, weil das auch eine kleine Auszeichnung für den Vereinsbeirat ist, dass sie die richtigen Kandidaten ausgewählt haben. Und das kann man auch so interpretieren. Beide haben relativ viele Ja-Stimmen bekommen und das ist auch nochmal, ja, Fingerzeigen Richtung Vereinsbeirat, ihr habt hier gute Kandidaten ausgewählt. Genau, und dieses Wahlverfahren gibt den Mitgliedern relativ gute Möglichkeit, beide Kandidaten auch durchfallen zu lassen, muss man auch sagen, weil es reicht nicht mehr Ja-Stimmen zu haben als sein Gegner, sondern man muss halt auch mehr Ja- als Nein-Stimmen haben. Und es hätte, und das gibt den Mitgliedern die Möglichkeit, beide durchfallen zu lassen, weil wenn beide mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen bekommen, wird keiner von beiden Präsident oder für die anderen Ämter gewählt. Und wir haben das ja hinterher dann auch ganz am Ende nochmal gesehen, da ist der Fall ja auch eingetreten. Ne? Und du hast gesagt, also der hohe Prozentsatz an Ja-Stimmen zeigt, dass der Vereinsbeirat gute Arbeit geleistet hat und bei der Wahl zum dritten Präsidiumsmitglied, hat man dann gemerkt, dass die Mitglieder nach wie vor nicht so ganz einverstanden sind mit den beiden Kandidaten, die da zur Wahl standen, Rainer Mutschler und Werner Gass, weil da war das wirklich nur ganz knapp über diesen 50%. Ne? Wobei man da auch sagen muss, dass generell gefühlt ein bisschen die Luft tatsächlich raus war. Absolut, ja. Viele Leute sind anschließend nach der Wahl von Vogt auch gegangen. Es hat sich alles wieder so ein bisschen geleert. Vorne war dann halt ein bisschen Trubel, weil die Leute auch dann zu Christian Riedmüller wollten und zu Klaus Vogt wollten und dementsprechend gratulieren oder kurz reden. Also es war für die beiden jetzt auch nicht wirklich leicht, in dieser Atmosphäre dann noch eine Rede hinzubekommen. Die war halt komplett hinfällig eigentlich. Ja, und die Leute haben sich nicht mehr auf die Reden konzentriert. Ja. Auch dann später dann, als es um den Vereinsbeirat ging, hat ja keiner mehr richtig zugehört. Alle wollten nur noch abstimmen und nach Hause, sag mal, wie es ist. Also, wobei ich da glaube, dass der Marc Schlecht schon mal eine relativ gute Rede gehalten hat, wo noch einige hingehört haben. Also kommen wir vielleicht noch kurz auf sein super Ergebnis. Aber da haben die Leute nochmal aufgehorcht, auch wenn es der allerletzte Punkt eigentlich war des Tages, aber die kamen gut an. Und es ist möglich, also wenn ihr euch zurückerinnert an die letzte Mitgliederversammlung, wo es dann die Unterbrechung gab und in der allgemeinen Aussprache der liebe Ray Bucanero gesprochen hat und mit dem ersten Satz spontan dann auch wieder alle Mitglieder quasi so zum Lauschen aufgeweckt bewegt hat, aufgeweckt hat. Ist es prinzipiell möglich, aber das ist halt, es ist in beiden nicht gelungen dann. Also für mich abschließend zur Präsidentschaftswahl, ich bin zufrieden mit dem Ausgang der Wahl. Ich wäre aber genauso zufrieden gewesen mit Christian Riedmüller als Präsident des VfB. Ich freue mich jetzt auf die Zeit, die Klaus Vogt hier beim VfB haben wird. Ich hoffe natürlich, dass es nicht nur 10 Monate sind, sondern gerne auch mehr. Jetzt nicht so sehr, weil mir Klaus Vogt sympathisch ist, sondern weil ich glaube auch, der Meinung bin, dass der VfB hier Kontinuität braucht und einen Präsidenten, der was umsetzen kann, und das kannst du nicht in 10 Monaten, der braucht die 4 Jahre Amtszeit. Richtig. Und die Leute, die jetzt für ihn gestimmt haben, ja, außer er verbockt es jetzt total, was ich mir nicht vorstellen kann, die müssten eigentlich dann im Oktober auch wieder für ihn stimmen, ansonsten macht das wenig Sinn. Also gut, sollen wir dann schon zur Wahl des Präsidiumsmitglieds übergehen, weil uns hier die doch langsam schon, aber die sicher guckt schon wüst anschauen. Nee, das können wir ja schnell machen. Also Werner Gass und Rainer Mutschler standen zur Wahl. Es war dann wirklich ein Herzschlagfinale. Ja. Und Rainer Mutschler ist es dann geworden mit 55,22% Ja-Stimmen und 44,78 Nein-Stimmen. Und Werner Gass bekam 53,26 Ja-Stimmen. Also hier will ich kurz kritisieren. Also mir ging die Rede von Werner Gass wirklich auf den Sack. Ja. Also für mich war es eine Aneinanderreihung von Spielernamen. Ja, Dropping Galore. Also ist wirklich. Sorry jetzt, ich meine, menschlich mit Sicherheit auch ein toller Typ und auch wichtige Vereinsfigur, Ikone, würde ich fast schon sagen, der zweiten Mannschaft. Genau, also wenn du 1000 Spiele für den VfB gemacht hast, dann solltest du irgendwie für den Verein auch tätig sein, wenn du es möchtest, aber vielleicht nicht jetzt in der Rolle als Vereinsbeirat. Oder eine andere Rede. Ich möchte halt wirklich nicht die ganze Zeit hören, mit wem ich schon gespielt habe, wen ich schon entdeckt habe, wen ich irgendwie schon als großes Talent wahrgenommen habe. Das interessiert mich für diesen Posten rein gar nicht, als Präsidiumsmitglied. Deswegen hat es bei mir nicht für eine Ja-Stimme oder eine Enthaltung gereicht. Ich habe mich dann gegen Herrn Gass entschieden und habe, kann ich auch sagen, Mutsch die Stimme gegeben. Und das lag daran, dass ich halt vom Vereinsbeirat in den letzten Tagen immer mal wieder gehört habe, was er so in den Jahren als Marketingchef, war das der Posten, bevor ich jetzt das Falsche sage, ich habe jetzt keine Unterlagen vorliegen,
die Arbeit war sehr gut, die er da gemacht hat. Und er macht jetzt auch schon gute Arbeit mit Thomas Krücken zusammen im NLZ, wobei man das natürlich dann erst wirklich messen kann, wenn, denke ich mal, 3 Jahre oder so rum richtig, sind, ja, richtig. Dann können wir uns damit erst beschäftigen. Vereinsbeirat oder wollen wir noch was sagen zu den Präsidiumsmitgliedern? Ja, genau, beim Vereinsbeirat standen 2 Leute zur Wahl, der Hans Pfeiffer und der Marc Schlecht. Der Hans Pfeiffer ist ja VfB Urgestein, muss man sagen, war im Vereinsbeirat bis im Juli und ist dann nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich ins Präsidium aufgerückt, damit das Präsidium überhaupt handlungsfähig ist, und war sich bewusst, dass er seinen Job im Vereinsbeirat sich hinterher quasi zurückerkämpfen muss. Also insofern muss man ihm schon anrechnen. Total. Absolut. Ja. Absolut. Absolut, ja. Und schlimmer finde ich, dass, also das ist das einzige Wahlergebnis, was mir den Abend so ein bisschen vergällt hat, dass er für irgendwas von den Leuten hier abgestraft wurde, für das er gar nichts kann eigentlich, ne? Weil er ist der Einzige, der mehr Nein als Ja-Stimmen bekommen hat, und er hat nur 29 Prozent Ja-Stimmen bekommen gegen 70 Prozent. Was Wahnsinn ist. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und er hat bei der letzten Wahl, glaube ich, noch die meisten Stimmen bekommen von allen. Ich glaube, die zweitmeisten der männlichen. Ne? Also meisten bekommen. Aber er ist schon ewig im Verein. Ja. Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Also mich hat es dann gefreut, dass mit Marc Schlecht ein frischer Wind reinkommt, der so gar nicht bisher im Verein stattfindet. Aber dass der dann 85 Prozent Ja-Stimmen bekommt, das war für mich sehr überraschend. Glaube ich einfach sehr an dem Auftritt von Marc Schlecht, der nochmal zum Ende doch recht beeindruckend war, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, wie es ihr sieht, aber die Rede war top. Ja. Und er hat die Dinge angesprochen, die Leute auch hören wollen. Dass er von außen reinkommt, er kennt noch keinen und er will was ändern, und er ist halt auch knapp 30 Jahre jünger als sein Kontrahent. Und damit hast du die Leute schon gehabt. Also es sind recht wenige Dinge, die du am Ende dann einfach als klare Kernpunkte rausstechen musst. Dann gewinnst du auch so eine Wahl. Es ist ein bisschen schade dann trotz allem für den Pfeiffer. Es ist natürlich auch so, dass der Herr Pfeiffer, glaube ich, sowieso nur noch 4 Jahre hätte im Vereinsbeirat tätig sein dürfen, weil mit 75 ist das Ding durch. Genau. Und ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass mit Herrn Schlecht jetzt nochmal jemand Neues reinkommt, jemand Junges, und da auch nochmal, sage ich mal, vielleicht was anstößt im Vereinsbeirat, das wir brauchen, geballter auf, ohne jetzt konkret werden zu wollen, dass man da geballter im Vereinsbeirat vielleicht auch für neue Dinge sich öffnet. So möchte ich es mal ausdrücken, und bin eigentlich total zufrieden mit der Wahl jetzt. Ja. Also am Ende, die Abstrafung hätte nicht sein müssen, aber insgesamt, wie es heute gelaufen ist, kann man, glaube ich, zufrieden sein. Gut. Dann sind wir eigentlich soweit durch mit einer kurzen Nachbetrachtung, würde ich sagen. Ja, wenn die jetzt auch noch geklappt hat, so tontechnisch, dann hat das irgendwie alles geklappt, oder? Genauso harmonisch wie die Mitgliederversammlung selbst. Ja, also ich sag's nochmal, ich fahre jetzt mit einem Lächeln nach Hause, freue mich, dass wir jetzt für 10 Monate hoffentlich erstmal ein bisschen Ruhe haben, dass wir morgen in Darmstadt gewinnen, beziehungsweise heute, wenn ihr das hören werdet. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke, Dani, danke. Lieber Ron, dass du oder ihr beide euch Zeit genommen habt, hier mit uns so ein bisschen über die Mitgliederversammlung zu reden. Vielleicht noch ganz kurz eure Twitter-Handles, die sind immer ganz wichtig, das muss man heutzutage immer anbringen. Mein Twitter-Handle ist @dani_plf. Und ich bin natürlich der @brustring1893, und die Nachspielzeit ist @podcastvfb. Ja. Bitte folgen. Sebastian, du hast, glaube ich, auch noch einen Blog, habe ich mal gehört. Ich hab auch einen Blog, aber ich würde sagen, wir können die Sendung nicht beschließen, ohne irgendwie so gar nicht gemeckert zu haben. Oh. Und ich würde noch kurz das Schnitzelbrötchen für 6,50 Euro ansprechen, oder? Also es gab für jeden zwei Gutscheine, einen für ein Getränk, einen für eine Speise. Aber wenn die aufgebraucht waren, dann konnte man sich auch hier verpflegen im Umlauf der Hans-Martin-Schleyer-Halle. Aber es war tatsächlich so, dass ein Schnitzelbrötchen 6,50 Euro kostet. Und wenn man bedenkt, dass man halt jetzt 5 Stunden, wir sind jetzt, also ihr wahrscheinlich jetzt ja noch länger, also 8 Stunden oder so, hier ist, dann ist das einfach nach wie vor nicht akzeptabel. Ich hätte es wirklich fast geschafft, ohne mich aufzuregen. Aber gut, dass du diesen Punkt nochmal aufbringst. Ich habe hier original 12 Euro für 3 Flaschen Wasser hinlatzen müssen. Ja. Natürlich muss ich sagen, ich bin selber schuld, denn die Christiane, die von mir sehr geschätzte Christiane, hat mir danach natürlich den absoluten Schwabentipp gegeben. Kauf dir doch nur eine Flasche und füll sie dann im Klo auf. Ja. Tja, so schlau hätte ich natürlich selber sein können, habe es aber nicht geschafft. Aber ja, also da muss man sagen, Bewirtschaftung. Also vielleicht beim Wasser nochmal über den Preis nachdenken. Eine Cola kannst du von mir aus für 5 Euro verkaufen oder für 4. Aber ein Wasser, finde ich, ist immer sowas, da kannst du keine 4 Euro für verlangen. Ja, da nimmst du halt 2 Euro und gut ist. Also man muss ja nicht noch reicher werden, als man eh schon ist. Genau, aber es muss ja immer Raum für Improvement geben. Also insofern, man darf ja nie aufhören, besser zu werden. Und das ist dann vielleicht für Oktober was Besseres, günstigeres Catering vielleicht. Wir lassen uns überraschen. Sebastian, noch kurz dein Blog und dein Twitter-Handle. Vertikalpass.de könnt ihr gerne lesen, und @vertikalpass
vorbeigucken oder auch @butze, wenn ihr mir persönlich folgen wollt. So, und ich habe auch einen Twitter-Account @RickyPalm und mache den Podcast VfBSDR zusammen mit dem Sebastian, der dann am Dienstag wieder aufzeichnen wird und sich dann mit dem Spiel in Darmstadt auseinandersetzen muss. Yes. Sage ich jetzt schon mal. Ich habe nämlich nicht das allercoolste Gefühl, denn irgendwas muss immer schief laufen beim VfB. Allein, weil die anderen Mannschaften vorgelegt haben. Richtig. Genau. Schon nichts werden. Ja. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt. Sehr und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.